Ja, hallihallo Leute, ich bin's wieder, TOZP. Diesmal geht's um die FRF2, die ihr aus dem Black Market für ZP holen könnt. Ihr bekommt ja 1000 ZP, also für 1000 ZP bekommt ihr einen Crate. Für 5 müsst ihr 4500 ZP blechen und für 10 müsst ihr 8000 ZP blechen. So, ja, mit Rechtsklick kommt ihr in den Zoom. Zudem ist das eine andere Zielvorlage, sag ich jetzt mal so, wie bei der AWM. Also ganz anders als wie bei der AWM. Denn da sind noch Striche drin. Also im Zoom, wenn man reinzoomt, zeigt das mal. So, ihr seht die Striche, die an der Seite sind. Die gibt es ja bei der AWM nicht. Und die wurden hier reingemacht, genauso wie bei der SMG, glaube ich, war das. Nee, MSG, nicht SMG. MSG. auf jeden Fall, was gut an dieser Sniper ist, es passt alles an ihr. Alleine, dass die Schulterstütze, also der hintere Teil aus Holz ist, da seht ihr es nochmal. Und wenn ich sie auf den Boden werfe. Ja, das hier ist aus Holz, das ist echt gut gemacht, somit sieht so aus, als ob das so eine Oldschool-Waffe sei. Die passt eigentlich auch sehr gut zur Mauser oder eben halt andere alte Waffen oder eben halt, habe ich die hier? Nein, habe ich nicht. Ups. Falsche Waffe. Auf jeden Fall passt sie zu der Mauser Anaconda ADV, denn die ist ja schwarz und es passt einfach der Holzlook, der die Anaconda ADV hat. Also es passen so eine alten Waffen, also zum Beispiel Revolver und alles, passen echt gut dazu. Ist auch alles echt gut gemacht. Es passt alles an ihr, also zum Punkt Power her, auf dem Kopf her macht ihr One-Shot-Headshot, natürlich. Macht 100 Damage, auf dem Körper macht ihr auch 100 Damage. Zu dem, was ich noch sehr sagen muss, dass sie sehr präzise ist. Im No-Scope natürlich. Zudem kann man Quickscope hervorragend machen, die Reload-Time ist 2,9 Sekunden. ja, und auf dem Fuß macht ihr an die 77 bis 81 Damage. Ja, 2-Hit-Waffe also auf den Füßen. Und ja, sie hat 10 zu 30 Munition, also reicht lässig aus. Was mir ganz besonders gefällt an der Sound, alleine wie sie sich anhört. Und dieser Schall, der jetzt im Hintergrund immer noch läuft, das ist sehr gut gemacht. Aber ist ja so gut wie bei jeder Sniper so. Oh. Naja, vom Gewicht her ist es ein Sniper, also ist sie schon jedoch schwer, also sie hat schon ordentlich Gewicht. und ja, eigentlich das, der Body, also sie hat ja auch noch vorne ein Zweibein, auf jeden Fall da das silberne Stück, das hellsilberne Stück. Ist so leicht verschrammt, das gefällt mir auch noch sehr gut, das haben die echt gut gemacht. Es passt alles an ihr, also ihr solltet euch sie holen, wenn ihr sie noch nicht habt. Auf jeden Fall, für mich zählt das einer der besten Waffen, selbst AWM kann da nicht mithalten, auch wenn AWM eigentlich die meistbenutzte Waffe ist, naja, hingegen zu M700. Denn Noobies fangen ja auch noch an mit der M700. Auf jeden Fall, man sieht ja am meisten nur, dass man die AWM, also dass die meisten nur eine AWM benutzen. AWM Gold, Red Dragon, alles was gibt. Und ganz ehrlich, die FRF2, ich sehe nicht gerade wirklich in jedem Game, der eine FRF2 hat. Das ist auch besser so. Oha. Denn, eigentlich ist sie recht selten und unten sieht man schon wieder AWM Red Dragon. Es holen sich viel mehr AWM und so, oder was es auch für Sniper gibt. Auf jeden Fall, wir, also in NA, sehe ich nicht so viele, die was, also die eine FRF2 gewinnen. Eher sowas wie AWM. Auf jeden Fall, ihr solltet euch die holen. Werdet ihr einer von wenigen, die sie in-game benutzen. Also, naja, benutzen sie jedoch schon viele, aber man sieht eben halt nicht so viele, die gewinnen. Oh, falsche Taste. Ja, komm.
Jetzt komm da rauf! Nee. Die Steuerung ist komplett anders, natürlich. Free Kill. Naja, ich denke mal, das war's. Also, weitere Informationen gibt es nicht darüber. Ich kann es euch nur empfehlen, holt sie euch. Und ja, wenn ihr mich abonnieren würdet, genauso wie meine Partnerkanäle, schaut einfach mal vorbei. Und tschüss, schönen Tag noch. We'll be right back.